Ja, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Mit mir hier im Revier von Camp McCarran. In Las Vegas, Leute von heute, wo ist dieser komische Daytree? Der soll ja da irgendwo sein, dieser Daytree. Na, der wird ja wahrscheinlich schlafen, weil es schon finster ist. Kommandant Daytree, ne? Sondern Captain Daytree, glaube ich, der Captain ist das, von diesem Camp. Und der hat ein paar Aufgaben für uns. Diese werden nicht ohne sein. Da ist ein RNK-Soldat. Ja, der Daystree wird wahrscheinlich gerade schlafen. Es wird aber schon wieder hell, Leute. Somit schaue ich mal, ob da irgendwo der Daytree ist. Da haben wir jemanden. Wer ist das? RNK-Soldat. Da ist noch jemand. Ist das auch ein RNK-Soldat? Corporal Sterling. Servus. Howdy. Mr. Sterling. Erste Aufklärung. Hab Sie noch nie gesehen. Wenn doch, wüsste ich das. Hä, hey, nö. Sie können sich an jeden erinnern, der hier vorbeikommt? Hab ein gutes Personengedächtnis. Aber auch für Orientierungspunkte und sowas. Mach die Übung. Und wenn man viel die Gegend erkundet. Interessantes Gewehr, das Sie da haben. Ein Repetierer, richtig? Ja. Ich nenne sie Lalonge Carabine. Hatte nicht immer ein Zielfernrohr. Das habe ich selbst dran gebaut. Ich schieß schon so lange mit ihr. Da konnte ich sie nicht wegwerfen. Würde mich schuldig fühlen, wenn das alte Mädchen und ich uns trennen. Die anderen Scharfschützen setzen auf Zylinderverschlüsse, aber Gorobets meint, dass es egal ist, solange ich nur mein Ziel treffe. Ja, stimmt. Gehören Sie schon immer der ersten Aufklärung an? War mal ein Ranger, einer der ersten, die nach Osten geschickt wurden, bevor wir den Staudamm einnahmen. Aufklärung und Erkundung. Wir erstellten Karten, überprüften die Einheimischen und blieben unauffällig. Ein paar Freunde von mir haben den Staudamm das erste Mal erkundet. Das war schon 73, wenn ich mich nicht irre. Viele von diesen Rangern sind jetzt tot. Vegas hat schon immer Leute aufgefressen. Heutzutage ist das nur ein bisschen wörtlicher zu nehmen als früher. Warum haben Sie die Ranger verlassen? Tja, ich hatte keine echte Wahl. Wurde oben bei Malpay von Legionären geschnappt. Sie hatten ihren Spaß mit mir, haben meine Hände und Füße ganz schön in die Mangel genommen. Mit Pistolen konnte ich danach nicht mehr viel anfangen. Auch lange Erkundungsmärsche fielen aus. Wie konnten Sie aus Malpay entkommen? Caesars Jungs dachten wohl, dass ich nirgendwo mehr hingehe, nachdem sie fertig mit mir waren. Also haben sie mich nicht gefesselt. Bin auf Ellbogen und Knien rausgekrochen. Was war das wohl für ein Anblick? Ja, super. Dann bin ich die Böschung des Colorado runtergerollt. Wollte lieber saufen, als Caesars Jungs die Befriedigung zu geben, mich zu töten. Aber ein paar Ranger lagen am anderen Flussufer in Stellung. Sind reingesprungen und haben mich rausgezogen. Glücksfall, so nannten sie das. Wie lange sind Sie hier schon stationiert? Werden bald 6 Monate. Aber wir werden wohl bald verlegt. Darf dazu jedoch nichts sagen. Bis dahin bemannen wir die Türme und achten auf die Unholde. Wir hatten aus der Richtung schon mehr als genug Ärger. Das riecht für mich alles nach Caesar. Ist natürlich nur geraten, aber ich würde darauf wetten, dass er die Einheimischen gegen uns aufhetzt. Gut, servus. Das ist mir immer ein Vergnügen. Passen Sie auf sich auf. So, ja, die. Gut. RNK-Soldat, dann gehen wir, das ist ja die Corporal Betsy. Mit der soll ich reden, genau. Ja. Ja, servus. Sie sollten medizinische Hilfe für Ihr Trauma in Anspruch nehmen. Der Lieutenant hat mit Ihnen geredet, oder? Ja. Schauen Sie, ich brauche keinen Seelenklempner. Ich bin verdammt nochmal erste Aufklärung. Die anderen heulen ja auch nicht wegen jeder kleinen Schramme und jedem blauen Fleck rum, oder? Medizin 40 habe ich sogar schon. Mentale Traumata wirken verlangsamend oder ablenkend. Man kann sie behandeln wie eine Verletzung. Ja, auf jeden Fall. Es ist also ja auch nur eine Art Verletzung? Nun, wenn man es so sieht, in Ordnung. Sagen Sie dem Lieutenant, dass ich nachgebe. Es gibt eine Passt. Dr. Yusanagi, die gut bei sowas sein soll. Ich weiß. Und Level up normalerweise, oder? Ja. Level up! Stufenaufstieg. Wie wäre es mit einem Date? Ja, genau. Danke für die Hilfe mit Yusanagi und überhaupt. Aber ich mag meine Partner immer noch groß, blond und weiblich. Ja. Ah, Leute, so, ihr Lieben, dann haben wir auf jeden Fall einmal Sprache auf 40 rauf. Das ist wichtig, Leute.
Dann haben wir, Sprengwaffenlos Wissenschaft. Bei der Wissenschaft repräsentiert die Wissenschaft Wissen und dient das erste in der Computerthema. Okay, 25. Reparieren, Nahkampfwaffen, Medizin. Auf 50 rauf. Und dann haben wir noch zwei Leute. Dietrich. Energiewaffen auf 12. So, ihr Lieben. Hala, bitte. Gut. Bitterroot. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wiederkommen. Worum geht's? Ja, das ist mit den... Nö, gar nicht. Wer war das jetzt eigentlich schnell? Hier, ich glaube, er war das, Leute. Der Gorobets. Ich glaube, mit ihm muss ich reden, wegen der Betsy. Was kann ich für Sie tun? Ich habe Corporal Betsy überzeugt, sich von Dr. Yusonari helfen zu lassen. Ich wünschte, jemand mit Ihrer medizinischen Ausbildung wäre schon früher aufgetaucht. Wegen dem, was Sie sagten, wird sie sich wohl behandeln lassen. Yeah. Ich hatte Angst, dass Betsy keine langfristige Therapie beginnen würde, weil sie Angst hätte, im Ansehen der anderen zu sinken. Tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie Yusanagi, dass Corporal Betsy kommt. Ich möchte, dass man in der Klinik auch Zeit für sie hat. Klar, logisch. Super, Leute. Auf Wiedersehen. Okay. Gorobets Nachricht an Dr. Yusanagi im Krankenhaus New Vegas. Ja, ja, finde ich cool, Leute. Aber ich glaube, da kann man sogar, glaube ich, jetzt looten. Hi. Pick 10, servus. Nö, kann man voll nicht. Aber in gewissen Lagern hier drin kann man irgendwas looten, was ich weiß. Ich weiß aber jetzt nicht genau wo. Ich glaube da, oder? Nö, voll nicht. Schweißpistole. Metallkiste, schau da mal. Da haben wir Metallkiste, Polizeiknüppel, Schnapsglas. Ja, natürlich. Da kann ich schön looten, Leute. Aber nicht alles. Ihr seht's da. Leute! Pinzette. Ich kann da nicht einmal die Stimpaks nehmen, Leute. Ich will da nicht stehlen, weil die erschießen mich, wenn die mich sehen, Leute. Ach, Wahnsinn. Kühlschrank? Oh, Leute. Whisky habe ich jetzt. Den brauche ich. Für Freeside, für den einen Alkoholiker. Brauche ich den, Leute. So, sonst haben wir da nichts mehr irgendwie zum Looten. Nö, oder? Nein! Ich will die Stimpaks haben. Wie viel sind denn das eigentlich? Wie viele Stimpaks? Zwei Stimpaks. Keine Ahnung, Leute. Sag ich ja. Also gewisse Lager können wir plündern, Leute. Ja, ich weiß aber jetzt nicht genau, welche das jetzt waren. Also das war eins davon. So, da. Da haben wir ein Terminal. Schaut mal, da ist die nächste Figur. Keine Ahnung, was man mit dieser Figur machen kann, Leute. Ich weiß es überhaupt nicht. Da kann man auch alles nur stehen. Ha, hier haben wir was. Medizinisches Klemmbrett. Erste-Hilfe-Kasten. Ich kann da das nur stehlen, Leute. Ich will aber kein schlechtes Karma bekommen, weil wäre ja eigentlich nicht tragisch. Da könnte ich ja sagen, ja, kein Problem, dass der Karma das bisschen weniger. Also Karma weg, okay. Aber ich habe Angst, dass sie mich erschießen, Leute. Schaut mal. Right away. Was haben wir da eigentlich? Verdienstklemmbrett. Nö, sonst nichts mehr. So, da ist ja irgendwo jetzt der Daytree. Genau, ich werde mal schauen, was ich da alles looten kann. Kaffeetasse zum Beispiel. Was haben wir da eigentlich? Oh, Leute.
Topf, den nehme ich immer mit. Alles, was gelb ist, kann ich immer mitnehmen. Leute. Ja, lässt sich gut verkaufen. Kaffeetasse hier noch. Super. Ja, Leute. Da Topf, da haben wir einen Topf, Leute. Den nehme ich mal von dieser Flamme da weg. Leute. Soda, ihr lieben Leute von Hede. Ah, da drüben, genau. Ja, ich werde jetzt nicht weiter in der Zeit verschwenden. Ja, das ist auch die letzte Folge in der Session. Es ist einfach so. Ja, dann habe ich hier ein bisschen vorproduziert. Das geht einfach nicht vollkommen. So. Colonel Daytree, oder wie, was sind sie? Captain Daytree oder Commander Daytree? Der ist ja hier wahrscheinlich irgendwo da drin, der Daytree, Leute. So, ich werde auf jeden Fall einmal speichern. So. Gut, dann gehen wir mal da rein. Da gibt es nämlich auch noch was zu tun, Leute. Weil ich weiß nicht, wo der Daytree ist. Ich glaube, der müsste, wenn er da draußen nirgends ist, müsste er eigentlich irgendwo da drin sein. Das weiß ich jetzt ehrlich nicht. Wer sind Sie? RNK-Soldat? Soldat? Soldat! Horsti! Ja, ich weiß, dass ich als RNK verkleidet bin. Werkzeugkasten, Kisten, genau, gehen wir mal da rein, weil da steht nämlich einer. Servus! Was gibt's? Captain Ronald Curtis. Angenehm, ich bin Curtis. Was machen Sie hier? Offiziell bin ich Leiter der Kompanie Bravo, aber da General Oliver Bravo und die meisten Truppen hier stationiert hat, bin ich derzeit freigestellt. Also unterstütze ich Colonel Shue bei der Logistik, Patrouillen, genau. Nachschubwege, solche Sachen. In letzter Zeit geht es weniger um solche Sachen und mehr darum, wie diese Informationen an Raider gelangen konnten. Das ist eine große Basis mit vielen unzufriedenen Soldaten. Sie kriegen Lagerkoller. Schwer, hier die tatsächlichen Schuldigen zu finden. Bro, ist gut, tschüss. Sieh ja was! Was sind wir da? Stehen Lage des Scharfschützennests. Okay, nur da kann ich, das könnte ich nur stehlen, Leute. Obwohl es auch nicht gelb war, aber die Schrift war rot. So, da bin ich einmal hier. Ja, da muss ich immer wieder speichern, Leute. Aus dem Grund, weil ich nämlich. Hier drinnen darf man nicht überall reingehen, Leute. Oh. Schau da mal. Ah, da könnte ich alles nur stehlen. Leute, irgendwie. Haha, Leute, schau da mal. Yeah. Sensormodul. Pümpel. So, ich hoffe, da... Urinal. Weil, pfui, Gacki. Aktivieren Urinal, Leute. So, was haben wir da drin? Da meinen Pümpel, Leute. Ich weiß, ich verliere Karma. Aber das interessiert mich nicht. Mir ist es nur wichtig, dass ich nicht quasi jetzt erschossen werde oder so. Klotür. Gibt es da irgendwo Stimpaks? Nö. Ah, da haben wir nämlich keinen Zugang. Gut. Leute,
Da ist eine Löschstrauchschlitzdrüse, Leute. Leute! Ah, genau. Hier gehe ich nochmal rein und wenn der mich jetzt nicht erschießt, dann ist es cool. Was gibt's? Was gibt's? Gut. Leute, da bin ich gesehen. So, somit, wie viel Gewicht habe ich auf den Taschen, Leute, auf den Rippen? 173, das ist ja nicht noch okay. Soda! Ich gehe darauf, wenn ich zu Colonel Schuh, Gummischuh. Ein total komischer Kerl, aber er ist trotzdem ein korrekter Typ. Da ist Colonel Schuh. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Servus. Gesichter merke ich mir eigentlich recht gut, aber ich kann mich nicht erinnern, Sie hier schon mal gesehen zu haben. Was führt Sie ins Camp McCarran? Ich bin zur Unterstützung hier. Gibt es was, bei dem ich helfen könnte? Können Sie zufällig kochen? Nö. Faber gibt sein Bestes, aber es ist hart, eine Armee zu führen, wenn die Hälfte der Leute ständig die Latrinen belegt. Okay. Wir kämpfen derzeit an mehreren Fronten. Die Unholde verteidigen ihre Stellung bei Vault 3. Auf der anderen Seite des Flusses beobachtet uns die Legion. Letzte Woche konnten wir einen Offizier schnappen, aber er hat noch kein Wort geredet. Irgendwelche anderen Probleme? Oder die Unholde? Die Drogenunholde. Die größte Raider-Bande überhaupt. Nichts lässt eine Gruppe schneller wachsen als Abhängigkeit. Ihre Typen absolut unberechenbar. Im Westen, im Vault 3, haben sie einen Laden aufgemacht. Sie greifen Tag für Tag unsere Stellungen an und meine Männer treiben sie wieder zurück. Aber es werden täglich mehr und wir immer weniger. Ich habe einen meiner Ranger ausgesandt, der ihren Führer töten sollte. Er ist nicht zurückgekehrt. Okay. Schwerer Schlag, einen Ranger zu verlieren. Sie sind dauernd für einen da. Man ist schon richtig angewiesen auf sie und denkt gar nicht an sowas. Jo, Kartenmarkierung. Ich gehe in die Vault 3 und versuche, den Ranger zu finden. Ja. Diese Vault ist brandgefährlich. Keiner nimmt's ihnen übel, wenn sie sich's anders überlegen. Aber wenn sie ihn heimbringen, würde das viel bedeuten. Achten Sie auch auf Zivilisten. Die Unholde haben Einheimische entführt. Spazierten am helllichten Tag in die Häuser der Menschen und nahmen sie mit. Der Mann, den sie suchen, heißt Bryce Anders. Anders war auf der Suche nach Motor Runner, dem Boss der Unholde. Wenn sie ein Kettensägengeräusch hören, wissen sie, dass sie ihn gefunden haben. Jagen sie ihm eine Kugel in den Kopf und sie haben neue Freunde hier. Irgendwelche andere Probleme? Ja. Hinzu kommt, dass ich keine Patrouille auf Latrinenpause schicken kann, ohne dass sie von jemandem überfallen wird, der davon Wind bekommen hat. Irgendein Spatz pfeift hier also was vom Dach. Ich weiß schon, wer das ist. Sie scheinen relativ entspannt zu sein, obwohl die Lage so schlecht ist. Wenn man Leute hat, die sich auf einen verlassen, muss man ruhig sein. Und es auch bleiben, wenn die Dinge nicht mehr in den eigenen Händen liegen. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage für die RNK in dieser Gegend? Ich sag nur so viel. Könnte besser laufen. Wir haben hier Position bezogen, weil wir New Vegas einnehmen wollten. Jede Menge Ressourcen, die wir gut brauchen könnten. Aber daraus wurde nichts. Wenn hier wer annektiert wurde, dann wir. Unsere Jungs verzocken ihr Geld in New Vegas, dass wir von der Legion schützen dürfen. Nicht ganz der Plan. Wo stehen Sie denn jetzt? Nun versuchen wir, den Strip und den Damm gleichzeitig zu sichern und das verschlingt natürlich Ressourcen. Und in der Zwischenzeit wird General Oliver keine Offensivmanöver anordnen, da er nicht riskieren will, dass wir unsere Stellung verlieren. Wir müssen hier fürs Erste also einmal abwarten, während Caesar auf der anderen Seite des Flusses Pläne schmiedet. Okay, ich wette, dass ich den Legion-Gefangenen zum Reden bringen kann. Darauf habe ich bereits Lieutenant Boyd angesetzt. Sie ist ein Profi, aber ich glaube, diesmal ist sie an ihre Grenzen gestoßen. Sprechen Sie mit ihr, wenn Sie wollen. Vielleicht können Sie ihr helfen. Ihr Büro liegt direkt über meinem, aber ich glaube, sie ist gerade wieder mal bei einem Verhör im Obergeschoss auf der anderen Seite des Gebäudes. Okay, ich könnte versuchen herauszufinden, wer RNK-Informationen durchsickern lässt. Tja, warum eigentlich nicht? Angesichts Ihrer soeben erfolgten Ankunft kann ich wenigstens ausschließen, dass Sie der Maulwurf sind. Ja, genau. Ich setze gern vollstes Vertrauen in meine Männer, aber das wäre jetzt der falsche Weg. Nehmen Sie sich der Sache an. Mal sehen, was Sie rausfinden.
Derzeit kommen wir nicht recht voran. In letzter Zeit scheint jedes Überfallkommando in New Vegas unsere Truppenbewegungen voraussagen zu können. Das bringt alles zum Erliegen. Nachschub, Verstärkung. Und es wird umso schlimmer, je länger wir der Sache keinen Riegel vorschieben. Captain Curtis führt gerade die Ermittlungen. Er kann Ihnen alles erklären. Sehr gut. Dann haben wir noch was. Was für eine Aufgabe fällt Camp McCarran im Einsatzgefüge der RNK zu? Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Nächste Aufgabe, gut. Das ist unsere Hauptbasis. Von dort aus haben wir den Strip gut im Visier. Und wegen des großen Krieges war die Verteidigung dort schon gut ausgebaut. Von hier aus erledigen wir die logistischen Aufgaben für unsere Nevada-Operationen. Truppenzuordnung, Nachschubverteilung, Informationsbereitstellung. Normalerweise hat General Oliver hier das Heft in der Hand, aber nachdem er auf dem Weg zum Damm ist, habe ich viele seiner Pflichten übernommen. Okidoki. Ist die Lage zwischen hier und dem Staudamm dann meistens ruhig? Leider nein. Genau genommen sind die Nachrichten, die uns die Ranger-Station in letzter Zeit liefern, mehr als bedenklich. Scheint so, als ob sie überrollt werden und unsere Nachschublieferungen sie nicht mehr erreichen. Die Lage ist dermaßen übel, dass ich Sergeant Reese von Camp Forlorn Hope gebeten habe, der Sache auf den Grund zu gehen. Welchen Herausforderungen muss sich die RNK hier stellen? Zunächst lief alles nach Präsident Kimballs Plan. Widerstand wurde uns lediglich von einigen regionalen Unruhestiftern geboten. Mr. House kontrolliert den Strip und trifft sich noch nicht einmal mit unseren Botschafter. Und wir halten den Damm. Aber Caesars Legion formiert sich schon, um uns zu überrennen. Wenn der Damm fällt, fällt auch New Vegas. Das wäre das aus. Okay. Tschüss, Servus. Gut, ihr Lieben, dann haben wir mit ihm auch gesprochen. Einige Aufgaben mehr dazu bekommen. Das finde ich toll, das finde ich leiwand. Und das war's auch schon mit der Folge. Und mit der Session. Es geht dann in der nächsten Folge und auch halt nächsten Session weiter, ihr Lieben. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Fallout New Vegas. Game over und ciao, ciao.